Ja, hallo liebe Freunde, Spiel 7 Days to Die ist bestimmt noch ein bisschen früh, aber ich habe gerade Besuch und muss mal gucken, ob ich den wegkriege. Also wenn man mit der Maus einen Kopftreffer setzt, dann ist die gar nicht schlecht. Mal gucken, wie die sich hier ohne Schalldämpfer anhört. Bleib von meiner Tür weg. Also mit Schalldämpfer ist die schön leise hier. Da fehlt einem was. So wie das aussieht, verzieht die Waffe auch nicht nach jedem Schuss. Krabbelt denn da oben noch rum? Wo habt ihr das gesehen im Hechtsprung, ey? Ich habe hier versucht, ein bisschen aufzuräumen, aber folgendes. Hier diese Plastiksoldaten, Eigensoldaten, und ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Soldat ist, der sieht jedenfalls so aus, der Nussknacker. Das ergibt wieder ein Set, da fehlt noch ein Bleisoldat. Und es gibt nur einen Bleisoldat im ganzen Spiel, der ist irgendwo versteckt. Und die Modmacher sagen nicht, wo der versteckt ist. Das heißt, wenn ihr das hier, Vierer-Set hier vollständig habt, dann habt ihr wieder eine Quest gelöst. Ich glaube, die kann man bei Paco oder wo dann anmelden. Ich hoffe, ich habe den Fehler jetzt hier gefunden. Ich muss die alle nochmal abbauen. Das ist ja nicht so schwierig. Thank you.
So sollte das jetzt funktionieren. Kann sein, dass ich die nochmal anschließen muss, aber... So, seht ihr, jetzt ist das Kabel auch über dem Stein und nicht innen drin. Okay, dann machen wir die fertig. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass die hier so im freien Raum rumhängen. Ja, vielleicht war ich vorher doch besser, weil sich die Zombies da ja gestaut haben und ich dann immer mehrere auf einmal abschießen konnte. Aber ich weiß nicht, ob ich da gleich noch einen hinsetze. Ich mache die Lampen wieder weg, weil ich hier nicht mit, sonst mit dem Sprit auskomme. Weil ich die alten, die vom, von den Funpimps, die den Generator nehmen. Und der war mir eigentlich im Sprit zu teuer. Um Sprit im ausreichenden Maße zu bekommen, hat sich ja das Kraftwerk nicht bewährt. Das hat 3 Tage gehalten. Und ich habe da nicht immer Strom von gezogen. Glaube ich. Ja, und 3 Tage für ein Kraftwerk, das reicht mir nicht. Oder ich müsste einen Generator bauen für die von den Modmachern. Seht ihr, der Strom fließt über den Stein. Das finde ich gut. Und wenn ich drüber laufe, ja, wie gut, dass wir das mal ausprobiert haben.
da geht's. Wieso geht's da nicht? Doch nie drüber. Da kann ich knicken, da komme ich nicht drüber. Ja doch, da komme ich drüber, aber es ist schwer. Natürlich sind die Fenster jetzt nicht geschützt im Moment. Muss ich die noch wegklappen? Kloppen, damit die mir nicht durchprügeln. Dann sind wir in die Richtung hier irgendwo gefahren, zum radioaktiven Gebiet, haben da auch eine Stadt angeguckt, ob da irgendwas ist. Hier sind wir gestartet ungefähr, da war auch kein, ich suche jetzt auf jeden Fall, wie heißen die, Shotgun Messias Läden oder und Tools Läden. Ich brauche auf jeden Fall, wie heißt das Zeug, Gauga. Genau, Gauga brauche ich und noch was. Natürlich können wir auch nach Knarren gucken, ist egal.
So ein Tool and Die Set brauche ich auch noch ein oder zwei für die Workbench für Waffen. Na, ist egal, finde ich jetzt nicht. Da brauche ich auf jeden Fall noch welche für. Und da fahren wir jetzt los. Habe ich genug Munition bei? Aus das Puzzle. Moment. Natürlich kein Puzzle, diesen Pineapple-Girl. Wir werden den Weg hier nehmen. So eine Wanderhorde, schön. Thank you.
mag so kleine Backpacks nicht mehr. Ein Biest, ey. Schon das nächste Mädchen wieder. Finde ich voll in Ordnung. Wo ist eine Werkbank, wenn man eine braucht? Ich glaube, das war's hier in dem Ort. Das Dörfchen hat auch nicht mehr. Wir fahren nach Hause. Thank you.
Ja, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage ciao, ciao und bye, bye. Ja, und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 27 wieder. Tschüssi.